too small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier in Middle Tennessee. Es ist bewölkt bis sonnig bei 28 Grad, richtig schönes Sommerwetter. Heute Nacht hat es wieder ordentlich geregnet und ich finde es einfach nur cool, diese Mischung aus Wärme, aus Sommer, regelmäßiger Regen, alles ist total grün, hier ist eigentlich nichts sehr trocken, das Gras wächst, die Blumen blühen, also die Natur hat hier wirklich sehr, sehr viele Farben parat und ist einfach satt durch die viele Flüssigkeit. Letzte Nacht hat es aber ordentlich wieder gerumpelt. Diese Woche gibt es relativ viele Stürme. Es ist halt sehr schwül, sehr warm und dann rumpelt es natürlich öfter im Karton. Gestern hat sich das Ganze wieder ein bisschen mehr auf Mississippi und Alabama verlagert und ist hier nicht so angekommen wie angekündigt. Ich hatte Ellie auch über Nacht draußen, weil ich den beiden großen Bäumen neben dem Stall nicht traue. Mittlerweile handhabe ich das so, dass sie bei Sturmwarnung oder Tornadowarnung oder auch bei starken Gewittern auf die Weide geht, weil die Weiden sind hier sehr, sehr groß. Die Pferde haben hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich in Sicherheit zu bringen. Im Falle eines Tornados wäre es natürlich besser, die Pferde stehen im sicheren Stall, wobei da ist wieder die Frage, wie gut konstruiert ist der Stall, steht er auf gutem Fundament und da muss man natürlich abwägen. Im Falle eines Tornados wäre unser Stall, glaube ich, relativ schnell platt. Das Dach würde relativ schnell abgedeckt und ich glaube, dass Ellie auf der Weide sicherer ist. Und in dem Stall, wenn da jetzt ein Baum raufkrachen sollte, ein paar Äste würden nichts machen, aber mein Pferd hat dann einfach keine Chance, sich in Sicherheit zu bringen. Sie kommt da einfach alleine nicht raus. Und da ist mir einfach so ein bisschen unwohl, deswegen habe ich sie jetzt über Nacht rausgestellt. Hat sie sich bestimmt gefreut über das viele leckere Gras. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Heute Morgen mein Frühstück, ein selbstgemachter Erdbeerjoghurt mit jede Menge leckere Erdbeeren. Und Erdbeerjoghurt selber machen geht richtig, richtig einfach, weil ich nehme einfach eine gute Joghurt-Alternative. Dann tue ich ein bisschen Ahornsirup rein,
Und dann mache ich das mit meiner selbstgemachten Erdbeermarmelade oder mit meiner Himbeermarmelade. Die rühre ich da einfach rein, weil die ist so qualitativ hochwertig, dass das super gut schmeckt. Und dann schmecke ich das Ganze ab und dann mache ich Früchte oben drauf und fertig ist der selbstgemachte Joghurt. Weil in herkömmlichen Joghurts ist mir einfach zu viel Zucker drin, zu viel künstliche Zusatzstoffe und auch künstliche Geschmacksverstärker. Das ist nicht nur hier so, auch in Deutschland ist das so. Es gibt halt Produkte, die sind super und es gibt halt Produkte, die sind halt eher weniger gut. Und hier bietet es sich einfach an, Joghurt selber zu machen, weil es einfach sehr, sehr teuer hier ist und ich auch einfach eine gute Qualität essen möchte. Jedenfalls sehr, sehr lecker. Das Rezept vom Joghurt schreibe ich dir mal runter in die Infobox. Und jetzt wünsche ich mir selber einen guten Appetit. Wir haben Sommer hier in Tennessee. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Wetter bei euch ist, aber es ist immer wieder toll, neue und leckere Sommerrezepte auszuprobieren. Und in meinen 6 veganen E-Books findest du ganz tolle Rezepte für deinen Alltag. Natürlich kommen momentan die sommerlichen Rezepte hier eher zum Einsatz, aber auch die Suppen, weil ich finde, auch gerade Suppen sind für den Sommer richtig klasse. Man kann sie auch super an der Thermoskanne mitnehmen und sind eine klasse Zwischenmahlzeit. Bei mir zu Hause ist die Zucchini-Cremesuppe und die Kohlrabi-Cremesuppe der Bringer. Richtig lecker und diese Suppen machen auch richtig satt, füllen den Magen richtig tolle Nährstoffe und vielleicht kannst du auch das ein oder andere von deinem Balkon ernten oder aus deinem Garten ernten und dazugeben. Es gibt ja zurzeit nichts Besseres als frische, aromatische Kräuter und tolles Gemüse aus dem Garten, Bioladen oder aus dem Supermarkt. Nutzt die Saison auch, um vieles einzufrieren. Kauft jetzt Petersilie, jetzt ist sie gut im Preis. Hackt sie klein, friert sie ein. Das heißt mit Basilikum oder Dill. Schaut, was ihr bekommen könnt in der Saison, damit ihr euch ein bisschen für den Winter vorbereitet. Weil ehrlich gesagt weiß man nie, wie die Preisentwicklung ist und jetzt, wo das Gemüse und jetzt, wo die Kräuter so richtig rauskommen und im vollem Aroma stehen, ist es Zeit abzuernten und einzufrieren. Und egal, auch wenn man einen nur ganz kleinen Gefrierschrank hat, so ein paar Beutel Petersilie oder so ein paar Beutel Dill oder so, da kann man sich richtig tolle Sachen draus zaubern. Meine 6 E-Books findest du unten in der Videobeschreibung und schau da mal rein. Und jetzt geht es wieder zurück zum Video. Und meine Tochter, wir machen jetzt Schokocreme selber, weil manchmal ist die Schokocreme, die wir gerne essen, nicht da und die ist eh schon sehr, sehr teuer und dann müsste ich auf die noch teureren Produkte zurückgreifen und das ist mir echt too much, muss ich sagen. Und deswegen nehmen wir gerne diese Chocolate Cookie Chips, die eigentlich zum Muffin und Keksebacken geeignet sind, schmelzen die einfach, geben ein bisschen Fett dazu, rühren Haselnussmus ein oder Mandelmus oder worauf wir Lust haben und dann vermengen wir das Ganze gut und dann haben wir erstmal ein paar Tage auf jeden Fall eine leckere Haselnusscreme. Die kann man so 1-2 Tage sehr gut aufs Brot streichen. Danach wird sie leider ein bisschen hart. Wir machen aber kleinere Mengen und die schmeckt echt super lecker. Jetzt mache ich einfach so einen Mix draus. Mal kaufe ich diese teure importierte Schokocreme und mal eben nicht. Natürlich gibt es hier auch sehr günstige Schokocremes, aber wie immer, wie ich schon so oft erzählt habe, sind die Zutaten einfach auf Dauer ein Problem. Kann man mal machen, aber eben nicht ständig. Und deswegen bin ich jetzt ein großer Fan von selber machen geworden. Wenn das so weitergeht, muss ich mir noch ein paar mehr Schürzen anschaffen. Aber es macht mir auch total viel Spaß. Ich mache das immer nur, wenn ich Zeit habe und Zeit finde, also kein Druck. Und wenn ich mal keine Lust habe, so wie gestern, da habe ich nämlich den ganzen Tag gelesen, auf der Couch, muss da auch mal sein, dann mache ich es eben nicht. Auf jeden Fall schmeckt das richtig lecker und ich muss sagen, diese Schokocreme kann es auch wirklich mit dem aus dem Supermarkt alle mal aufnehmen. Dann tut sich demnächst eine große Veränderung für mich, eher für mich und eher für Ellie, weil wir werden den Stall wechseln. Nach über einem Jahr auf dieser Farm und praktisch unserem allerersten Stall in den USA hier in Tennessee wechseln wir ja, in einen anderen Stall.
Und das war eigentlich nicht so geplant. Aber ihr wisst, es kommt immer anders, als man denkt. Eigentlich haben wir gedacht, dass wir schneller ein Haus kaufen werden. Jetzt warten wir aber erstmal die Verlängerung unseres Visums ab, weil wir möchten ja nicht nur ein Haus kaufen oder eine kleine Farm kaufen. Wir würden auch gerne auf dieser kleinen Farm wohnen. Und das setzt natürlich voraus, dass wir hier unser Visum auf jeden Fall verlängern. Jetzt warten wir diesen Prozess erstmal ab, schauen uns auf dem Markt weiterhin um und jedenfalls ist es noch nicht so weit. Und es wird auch nicht morgen so weit sein, auch nicht nächste Woche. Und ich muss sagen, ich bin sehr glücklich an meinem Stall, aber es ist einfach nicht die richtige Haltung für mein Pferd. Und wie ihr sicherlich mitbekommen habt, fahre ich mehrfach am Tag zu dem Stall hin, weil ich da komplett Selbstversorger bin. Ich zahle meine Miete für meine Box, aber ich mache alles selber. Ich muss Heu zukaufen, ich muss Späne kaufen, ich muss rein und rausstellen. Und mit meiner Ellie habe ich ja eine richtige Robustrasse, die einfach nicht so viel Futter benötigt, die genügsam ist, die natürlich viel Auslauf braucht, viel freie Bewegung. Es ist hier schon okay, aber ich bin einfach sehr viel damit beschäftigt, das Stallmanagement hier zu machen. Und das mache ich zu 99% alleine. Und es ist auch nicht die Arbeit, es ist überhaupt kein Problem, aber es füllt einen sehr großen Teil meines Tages aus. Ich möchte einfach auch nicht mehr, dass Ellie nachts über in der Box steht. Wobei das okay für mich wäre, wenn sie dann den ganzen Tag draußen sein könnte. Momentan ist es wirklich so, dass ich sie sehr viel bewege. Ich gehe mit ihr spazieren, ich reite sie sehr lange. Wir reiten ja auch super gerne um die Farm. Das macht alles super viel Spaß. Aber ich habe jetzt einen Stall gefunden, der einfach besser zu uns passt. Jedenfalls glaube ich das. Man weiß es ja nie, bevor man nicht da ist. Ihr kennt das, ne? Oft ist es ja immer auch so, wenn man Dinge erfragt. Also in Deutschland war es für mich immer so, wenn ich Dinge erfragt habe, wie dann was ist. Es war immer alles kein Problem. Aber wenn man dann da war und gemerkt hat, okay, es läuft alles doch ein bisschen anders als besprochen, bin ich oft auch überrascht worden von Dingen, die ich anders erfragt habe. Und dann war das alles ganz anders. In Deutschland habe ich da auch diverse Erfahrungen gemacht. Es wird alles immer oft sehr gut verkauft und man findet oft dann andere Sachen vor. Das merkt man dann aber erst mal 3 Monate später, weil sich das Ganze meistens peu à peu so erst enthüllt. Für den neuen Stall hatte ich einige Kriterien. Und zwar, dass Ellie selbstständig rein und raus gehen kann. Jetzt nicht auf die Wiese, aber auf dem Paddock oder so. Dass ich einen Trail habe, wie in Deutschland. Auf jeden Fall wegkomme von dieser starren Übernacht-Boxenhaltung, was ich einfach nicht so schön finde. Ich finde es immer gut, wenn es Boxen gibt am Stall, falls mal das Pferd nichts fressen soll. Oder jetzt nach dem Tierarzt irgendwie, wenn sediert wurde, dass man so einen Ort hat, wo ein Pferd Ruhe hat. Oder wo man auch ein Pferd zur Not hinstellen kann. Falls es mal zu Verletzungen kommt, finde ich das super. Aber es ist nicht meine Vorstellung von Pferdehaltung, dass mein Pferd nachts über in der Box steht. Das zweite Kriterium war ein Ausreitgelände, weil es gibt hier in Tennessee fantastische Trailstrecken. Und es gibt auch hier in der Nähe viele, viele Trails. Aber ich wohne jetzt exakt so. Ich wohne total in der Pferdewelt hier. Hier ist eine sehr starke Pferdegegend. Also da wohne ich mittendrin. Aber hier gibt es trotzdem kein richtiges Ausreitgelände in der Nähe. 15 Minuten von hier ist eine Art Stadtpark. Da dürfte ich auch reiten. Der Park ist aber so nah an Nashville City gelegen, dass man unheimlich viele Jogger hat, unheimlich viele Mountainbiker, unheimlich viele Kinder, die spielen, die Fahrrad fahren, ach, alles wunderbar, aber es ist halt auch in der Woche da sehr voll. Am Wochenende kann man da gar nicht hinfahren, finde ich persönlich, weil für mich bedeutet Ausreiten auch, natürlich kann man auch Menschen treffen, aber ich möchte doch auch die Natur genießen. Ich möchte auch mal über einen längeren Zeitraum traben oder tölten oder auch mal Strecken galoppieren. Deswegen habe ich so ein bisschen meine Fühler ausgestreckt und dachte, wenn ich einen Stall finde, wo einiges davon umsetzbar wäre, dann würde ich wechseln wollen. Das habe ich jetzt gefunden. Ich hatte einen Stall besichtigt, der keinen Platz für mich hatte. Sie hatte mir gleich geschrieben, dass sie voll ist, aber dass sie mich gerne auf die Warteliste setzen würde, weil da sind nur noch 2 Leute vor mir drauf und sie weiß jetzt nicht, was bei ihr passiert. Aber wenn jemand gehen würde, würde ich dann relativ schnell nachrücken. Und ich hatte ihr so ein bisschen erzählt, was ich suche und dann meinte sie, oh, das, was du suchst,
Das brauchen andere gar nicht. Und deswegen hätte ich da schon früher einen Platz. Also ich rufe dich in 8 Wochen nochmal an, weil dann müsste der Platz frei sein. Daher die meisten Pferde 24 Stunden auf der Wiese stehen können im Sommer und nur bei ärgster Hitze reingeholt werden, konnte ich einen ganz kleinen Stall ergattern. Sie hat praktisch ein Paddock jetzt, wo sie selbstständig rein und raus gehen kann. Sie kann also selber entscheiden, will sie in der Sonne stehen, will sie gerne rein, wo sie auch stehen kann, wenn sie nicht auf der Weide ist. Und das heißt, sie verlässt jetzt die Übernachtboxenhaltung und kann dann praktisch sich mehr bewegen. Das ist natürlich das, was ich richtig cool finde. Außerdem, was ein großes Pluspunkt für den Stall ist, der hat nämlich direkten Zugang zu Reitwegen. Und das finde ich richtig toll. Zu einem großen Park, der auch nicht so im Zentrum des Interesses liegt, sage ich jetzt mal. Aber dieser Ort, an dem das ist, der ist jetzt nicht so populär wie dieser Ort hier, wo ich jetzt lebe. Und der ist sicherlich auch im Kommen, aber trotzdem ist das, würde ich sagen, noch so ein Geheimtipp. Und das finde ich natürlich richtig toll. Hatte ich auch in Deutschland sowas. Da hatte ich auch so einen Stall, der irgendwie keiner kannte, und der war recht klein und richtig schön, hatte auch richtig guten Zugang zu einem Ausreitgelände, was eben nicht so hoch frequentiert ist. Das finde ich immer gut. Zum Reiten halt immer toll. Es ist nicht, dass ich keine Rücksicht nehmen möchte, aber wenn man halt nicht ständig alle 10 Meter Radfahrern begegnet, ich finde es wichtig, auf alle Rücksicht zu nehmen. Und das kann natürlich dazu führen, dass man irgendwie nie mal schneller reiten kann. Und ich finde es auch ganz gut, wenn man verschiedene Trainingsmöglichkeiten hat, wenn also das Pferd auch mal ein bisschen schneller laufen kann. Und noch ein wichtiger Punkt ist, ich habe Mithilfe am Stall, wenn ich das möchte. Also auf jeden Fall werden die Pferde morgens rausgebracht, es wird sauber gemacht und sie werden wieder reingebracht. Und das ist natürlich super, weil es kann ja auch mal sein, dass ich nach Deutschland fahren muss oder möchte. Es kann auch mal sein, dass wir in den Urlaub fahren oder dass wir auch mal Kurzurlaube hier machen. Und ich würde mich weiterhin gerne 100% um Ellie kümmern. Aber ich möchte auch flexibel sein, wenn wir mal zum Beispiel woanders hinfahren möchten oder ich mal eingeladen werde, irgendwas zu besuchen, dann würde ich gerne das wahrnehmen. Das geht momentan überhaupt nicht. Natürlich habe ich ein bisschen Hilfe am Stall. Ich kann das hier und da mal organisieren, aber ich möchte auch nicht andere Leute ständig mit meinen Dingen behelligen, wo ich sehr viel Hilfe angeboten bekomme. Die nehme ich auch hin und wieder mal an, aber trotzdem bin ich sehr, sehr oft am Tag am Stall, um eine optimale Haltung für Ellie zu ermöglichen. Wenn ich es einfacher haben kann, dann mache ich das. Wenn ich später meine eigene Farm habe, wohne ich ja auch da. Praktisch, man muss eben halt nur rübergehen. Ich könnte andere Dinge anschaffen, die mir die Fütterung erleichtern. Man kann halt sehr viel im Stallmanagement machen, dass man auch tagsüber mit den Pferden relativ wenig zu tun hat und auch in der Nacht. Das mache ich nachher natürlich auch alles dann selber. Aber wenn man kein gutes Stallmanagement hat und es auch nicht der eigene Stall ist, sprich, man kann nicht alles umändern, man kann ja nicht so Einfluss nehmen, dann ist das natürlich immer schwierig, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Es ist super warm. Heute erwarten wir 34 Grad wieder. Ich habe mich schon mal ausgezogen. Ich dachte mir aber, ich zeige euch mal ein kurzes Garten- und Deck-Update, wie was gewachsen ist. Das ist meine Zitronenmelisse. Die ist schon ganz gut gekommen. Nicht so toll, wie ich dachte, aber die braucht einfach länger zum Wachsen. Dieses hier sind 2 Paprikapflanzen. Die sind ungefähr jetzt 3-4 Wochen alt. Die kommen wirklich sehr, sehr gut. Die muss ich jetzt noch umtopfen. Hier wächst eine Art Kohl. Der ist jetzt natürlich total in die Höhe geschossen und fängt auch an zu blühen. Ich habe jetzt mehrere davon gepflanzt. Die kann ich jetzt nicht mehr abernten. Finde ich aber trotzdem ganz schön. Hat so gelbe Blüten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich weiß nicht, ob man es auseinanderhalten kann. Hier ist noch eine Paprikapflanze. Die ist ungefähr 6 Wochen alt. Die habe ich gepflanzt und hier rüber lappt irgendwie meine bunte Bienen, wie heißt das? Ich habe so ein, ich nenne es immer Bienenkraut. Das ist aber kein Bienenkraut. Es sind essbare Blüten. Das sind so Wildblumen. Die finde ich ganz schön. Die ziehen Schmetterlinge und Bienen an. Wie ihr sehen könnt, ranken die recht hoch und ranken die auch irgendwie hier rüber. Und hier, wie ihr sehen könnt, wächst wie wild auch eine Blume. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Müsste ich jetzt nochmal gucken. Auf jeden Fall ganz schön. Wächst auch relativ hoch. Ist so ein kleiner Sichtschutz mittlerweile geworden. Das Klima ist hier sehr gut für Blumen. Hier habe ich noch ein paar mehr Paprika gepflanzt. Und zwar ist das Paprika aus Paprikakernen. Die habe ich jetzt einfach in die Erde gesteckt und die kommen ganz gut. Demnächst auch mal einen eigenen Topf. Ich warte jetzt noch ein bisschen, weil der Topf ist ja groß genug. Das sind 1,
zwei, drei, vier, fünf, sechs Pflanzen, muss ich doch mal umtopfen. Hier wächst auch wie wild Kamille. Ich finde, es sieht eher aus wie Dill, aber es soll Kamille sein. Es kommt wahrscheinlich noch. Ja, ich denke mal, da kommt noch so ein Riesenpott Kamille bei raus, damit ich ordentlich Kamillentee machen kann, auch trocknen kann für den Winter. Hier ist die Paprika, die Queen Paprika. Die ist richtig nach oben geschossen. Hier sind noch ein paar mehr Pflanzen, weil der Topf ist so groß. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Pflanzen auch. Muss ich auch gleich nochmal umtopfen oder später. Hier ist meine Tomate. Und ihr seht hier auch, dass die auch Tomaten trägt. Hier sind die Tomatenpflanzen. Für Tomate ist das Klima hier mega. Die wächst hier richtig gut. Schaut mal, wie groß sie geworden ist. Sie fing so mickrig an, auf einmal schoss sie nach oben. Hat natürlich auch super viel Sonne hier. Dann ist der Basilikum richtig toll gekommen. Das freut mich mega. Und ja, muss ich auch demnächst mal ein bisschen ausdünnen. Hat nicht so viel Platz. Und Lauchzwiebeln, die habe ich schon tausendmal abgeerntet. Ich schneide die immer ab und dann kommen die immer nach. Also das reicht auch für unseren Bedarf, so ein kleines Kästchen. Das ist ja auch immer ganz gut, um mal zu lernen, was man an Mengen braucht. Ich schneide die Lauchzwiebeln für Salate und zum Kochen einfach ab und wächst unheimlich schnell nach. Ja, hier habe ich so ein bisschen Kapuzinerkresse, die blüht hin und wieder auch so ein bisschen Salate nachgesät. Da kommt jetzt nicht mehr so viel. Ist längere Zeit schon ein bisschen unverändert, aber nun gut, ich lasse es einfach mal in Ruhe. Hier noch mehr Tomaten. Die ist ein bisschen kleiner, die Tomatenpflanze. Das ist die erste, die ich gepflanzt habe. Die Tomaten kommen natürlich gut, aber die Pflanze ist an sich kleiner geblieben, weil der Topf wahrscheinlich kleiner ist. Die Pflanze ist nicht doof, die weiß genau, wie groß sie werden kann. Und diese Tomatenpflanze ist viel später, die habe ich viel später gepflanzt und die ist riesig, aber die hat auch ein bisschen größeren Topf. Ja, auf jeden Fall finde ich es schon mal gut, dass ich es bis hierher geschafft habe mit Tomaten. Das ist auch so eine Tomatensorte, die man vermehrt im Topf anbaut. Also braucht nicht so viel Platz. Ja, hier ist dieser Kohlsalat. Das ist natürlich jetzt auch in die Höhe geschossen, weil es blüht irgendwie alles. Ich lasse das irgendwie so stehen. Ich finde das so ganz, ganz schön. Ich mag diese gelben Blüten. Ich meine, es ist jetzt nicht mega schön, aber ich finde es irgendwie cool, dass hier überhaupt was wächst. Hier in dem Pot, das will ich demnächst auch mal umpflanzen, ist Minze. Es riecht richtig toll. Die Petersilie war richtig schön und die ist mir leider runtergefallen. Und ihr seht hier, es ist nicht so, es ist ganz schön tief, sind doch ein paar Meter. Und sie hat es überlebt. Seitdem hat sich die Petersilie aber nicht erholt, ist zur Hälfte rausgefallen. Ich habe es wieder reingepflanzt. Mag die Petersilie wahrscheinlich nicht. Es war auch sehr heiß an dem Tag. Das heißt, die Petersilie konnte sich nicht so gut erholen. Aber hier war alles voller dichter, schöner Petersilien. Jetzt ist hier so ein Krüppelkram. Hier die Salate ernte ich auch immer ab, schneide ich eigentlich immer ab. Und in 3-4 Tagen ist das schon wieder total hochgewachsen. Deswegen reicht es eigentlich für den Bedarf. Hier noch ein zweites Mal Petersilie, als wenn ich es geahnt hätte, dass ich noch was brauche. Hier schießt der Kohl gerade in die Höhe und blüht. Und hier zwischen habe ich noch Rucola-Salate, die ernte ich immer sehr, sehr früh ab, weil es eben auch alles sehr früh blüht, sehr warm. Hier ist Salat, Salat, Microgreens, Salat, habe ich auch alles abgeerntet, Salat, noch mehr Salat, habe ich auch abgeerntet, wächst super nach. Hier habe ich noch Salat gepflanzt und ich weiß nicht, was das ist. Ist das Basilikum? Ja, ist Basilikum. Was macht der denn da drin? Also ich habe da kein Basilikum reingepflanzt, das ist echt komisch. Hier wieder so ein bisschen auch Salat, aber das pflanze ich demnächst auch nochmal um, weil irgendwie finde ich diese Pötte nicht so toll. Und hier wächst auch Salat, habe ich neulich abgeerntet, kommt auch wieder nach. Wächst eigentlich in den Töpfen ganz gut. Was nicht so gut wächst, ehrlich gesagt, ist dieses Teil hier. Es wächst unheimlich langsam. Habe ich auch Dill gepflanzt. Es wächst alles unheimlich langsam. Und ich weiß auch nicht, Salate kommen irgendwie, sie kommen, es dauert einfach unheimlich lange. Vielleicht ist der Lichteinfall auch nicht gut genug. Ich wässer das auch nicht zu oft und auch nicht zu, also wie ich das so denke. Aber ich behandle das nicht anders wie die anderen Pflanzen. Und trotzdem kommt es so langsam und spärlich. Wenn es weiter so spärlich wächst, kann ich im Dezember ernten. Aber es kommt und es wächst auch. Aber es ist kein Vergleich dazu. Ich weiß nicht, woran es liegt. Was ich jetzt nochmal denke, ist, dass ich die Erde nochmal auswechsle, weil die Erde verhält sich hier ganz anders. Obwohl es ist dieselbe Erde, die ich auch hier benutzt habe, beim Basilikum jetzt. Oder auch dieselbe Erde, die ich hier benutzt habe.
Ich weiß es nicht. Vielleicht mag mich dieser Turm nicht. Oder ich habe was falsch gemacht. Ich habe gedacht, ich könnte nochmal die Erde auswechseln. Aber es sieht jetzt nicht so aus, aber da ist richtig viel Erde drin. Und das würde ich echt schade finden. Ulla versteckt sich in der Ecke, weil es so warm wird, die schläft. Und hier habe ich noch einen Pott frei, aber ich traue mich da nichts mehr reinzupflanzen, weil Lila hat mir das jetzt zum 5. Mal ausgepackt. Da waren ja tolle, ganz tolle Wildblumen drin. Die wären auch richtig hoch gewesen, aber das hat sie mir schon wieder ausgebuddelt. Zu Lila mache ich das nächste Mal ein kleines Update. Ist nicht so negativ, wie ich jetzt sage, aber die kleine Maus, die, es muss noch viel lernen und die ist echt manchmal, wenn sie draußen ist und unbeobachtet, da macht sie so viel Scheiß. Naja, ist ja gerade in der Pubertät auch, fängt jetzt an. Aber das ist so das kleine Update. Es ist ganz schön geworden. Ich bin stolz auf meine Tomaten, auf mein Basilikum und es ist mehr gewachsen, als ich gedacht habe. Und vor allem die Tomaten gefallen mir halt richtig gut. Mal sehen, ob die nachher auch schmecken. Ich hoffe. Schön, dass du wieder dabei warst. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Betätige die Glocke. Und ich verabschiede mich und sage, liebste Grüße nach Deutschland.